Müssen wir drauf, der kommt hier. Scheiße. Der braucht Stress. Hauptsache er macht nicht seine MG, Alter. Er macht sie. Fuck. Komm ran, einfach mit der Axt. Irgendwas. Aber das sieht gut aus, glaube ich. Einfach drauf. Ja! So, ah. Und damit herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen zurück zu 8. Ich joine so. Halle schon so. Scheiße, ich hab 10 irgendwas. Macht schnell die Aufnahme an. Und ich müssen wir jetzt drauf. Ja, und den Rest habt ihr gesehen. Ja, in der letzten Folge ist einiges passiert. Ihr habt's gesehen zu Schluss. Der MG-Mann hat Henno getötet. Henno jetzt Nakita hier. Und nicht nur Henno. Ja, und Rip Falco. Wie ist nochmal Falco gestorben? Ja. Oh, scheiße, ich hab keine Ausdauer. Das war's. Max. 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 Falco Rip. Ja. Da ist der Falco hops gegangen. Ja, was guckst du jetzt? Ja, du hast Falco getötet. Ich nicht. Ja. Ist da gar keine emotionale Bindung, Alter? Nö. Für heute ist geplant, dass wir Stegi nach Hause bringen. Und da wir den Falco verloren haben letzte Folge, wollten wir schauen, ob wir ja vielleicht mal ein paar Adler finden. Hatten wir sowieso schon länger drüber gesprochen. Genau. War ja eh, die Viecher war ja eine Zwischenlösung. Ja, ich muss aber nochmal appellieren, dass du da so emotionslos reagiert hast. Fand ich nicht so, weiß ich nicht. Ich sag dir, nach 400 Stunden Arc wirst du halt dann, ne? Oh, da hinten ist schon wieder so ein MG-Heini. Da stumpfst du auch ab als Mensch. Ja, da vorne ist ein... Hast du eine Fernkampfwaffe? Ich habe eine Armbrust, aber mit Betäubungsfeilen. Unbelohnt. Also Alter! Jetzt weiß ich, wie die hochfliegen! Das hat auch wer geschrieben in den Kommentaren. LOL! Ist der abgespritzt? Ey, ich sehe den gar nicht mehr. Alter, da ist ja richtig wie eine Rakete abgezischt, ey. Du fliegst jetzt einfach los. Die machen nicht viel Schaden. Das Problem ist, dass die halt auf den Reiter schießen. Das ist, glaube ich, oder? Jetzt ballert er. Bittere Scheiße! Nee, geh du dann lieber weg. Ich tanke hier die Scheiße aus dem Haus. Meanwhile hat Stegi den Drachen gemacht. Ehre! Ehrenbasis, Bruder! Alter, die Frage ist natürlich, kann mich das auch hochbumsen? Aber dann ja. Bin ich halt tot. Dann bist du rippidi-ripp. So, dann gehen wir mal weiter. Oh, ich sah ein Dodo, den snacken wir uns mal. Also, Bonsai. Ja, ein bisschen Leder. Wieso bist du eigentlich auf meinem Falco, auf meiner Genie, Alter? Du kannst das auch gerne machen. Ich meine nur, ich hab das ist einfach nur eine Frage, Frage-Antwort, weißt du? Du kannst auch die Verantwortung haben, dass nee, du halt mach die du das wegknüppeln musst. Mach du das lieber. Ich dachte mir, machen wir Schnick, Schnack, Schnuck. Weil der muss dann auch, das steht dann nicht mehr zur Debatte. Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Best of three, oder? Ja gut, hast du schon eins gewonnen jetzt. Ja. Genau. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ha! Ah! Ja, mach ich hier. Genie. Ha! Ha! Oh, da ist wieder ein MG-Mann. Alter, fick ich. Alter, wenn du jetzt die Genie verlierst, dann bin ich böse, wirklich. Dann sind wir auf Ehrenbasis gemeinsam. Auf Bruder-Ehrenbasis, Allah, und nochmal unbelohnt. Allah, kannst hier sparen mit deinem Geficke da. Fick dich. Oh, nochmal Ficke denn. Oh, und nochmal entlohnt. Du snackst ihn direkt weg, ne? Stegi. Du bist erschöpft. Ruh dich kurz aus. Ich ruh mich kurz aus. Kannst doch mal scheißen, wenn dir danach. Mal scheißen, Alter. Maschalla. Na komm, Stegi. Ey, komm nicht so nah hier ran, ja? Kannst du den in eine andere Richtung locken? Ja, ich versuch's. Alter, 180, aber mit der Rolle, ne? Mit der Rolle, Alter. Fassrolle. Jetzt kommt hier noch ein Stego, der joint auch dem Fight. Ja, wir gucken dir mal ein bisschen zu. Aber der ist High-Level. Der blutet noch nicht mal. Der ist komplett insane. Den muss ich wegziehen. Ist ja auch so ein Ding, ne? Auf der einen Seite hätten wir krasse Dinos. Wir können hier durchziehen, alles wegflexen so und bräuchten uns keine Sorgen machen. Aber wir brauchen ja erstmal Narkobären-Dinos, damit wir überhaupt da hinkommen. So, das ist halt das Problem. Einige haben auch gesagt, dass ein Stego gar nicht durch das Tor, was wir gebaut haben, durchkommt. Einige haben auch wirklich so einen Tumor im Gehirn. Stegi, komm. Hey, wieso? Nee, das dauert mir zu lange. Du bist jetzt hier am Trinken und Stegi kommen und Ich habe extra gewartet, bis der sich da positioniert. Und du jetzt hier Guck mal, jetzt treibt er richtig durch. Jetzt macht er richtig Dampf. Ja, der kommt doch nicht ins Schwitzen, Alter. Hier sind zwei so eine Drachen und Allo, der ist ein bisschen weiter weg. Schön dicht an der Wand. Vielleicht rechts von dem Stein? Nee, da passt nicht durch. Das ist echt wie ein LKW. Du musst so die Wände kreisen mit einem. Nee, Sektor clear. Affirmative. Ja, Arme. Gut, jetzt da hoch. Oh, hier steht ja direkt einer vor mir. Wie einer? Der schläft. Der schläft. Mit Ketchup eingecremt. Gib mal her, den Lack. Übel am Blut. Ach, der schläft. Sind wir ja auf Kika oder was? Gehen wir weiter jetzt hier. Lass uns schon rechts an der Klippe so entlang gehen. Wo ist denn die Klippe, Alter?
Ja, naja, fällt der da runter und dann haben wir den. Okay, hast du eigentlich recht. Also nicht völlig an der. Oh, das ist wieder ein G-Boy. Oh, es sind zwei. Uff. Links von mir. Nein, 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 geh weiter rechts. Uff, noch weiter rechts? Ja, du musst hier an der Seite. Nee, 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 nein, das ist an der Klippe. Guck mal, wo ich bin. Hier hin musst du. Du hast rechts gesagt! Du hast rechts gesagt! Ich spiele das wieder ein, wenn du jetzt moserst. Ich meine links. Wie, welches Level ist der? Da ist gegebenenfalls dahinter noch ein zweiter. Pass auf dein Leben auf, ne? Ja, ja, ja. Alter, der schüttelt sich. Wie Falco, ey. Speck, Alter. Schüttel ein Speck. Ja, da, wecken. Haben wir. So, jetzt schnell wieder hier hin, an den Rand. Weil da war noch ein zweiter, deswegen. Das wollen wir jetzt nicht riskieren, Alter. Hier links ist noch ein MG-Typ. Ich weiß nicht, wie da die Aggro-Range ist. Den würde ich ungern angehen wollen, weil... Er dreht. Ich leg mich hier schnell ins Gras. Das bringt nichts. Lass mich doch mal ein bisschen hier Survival-Feeling aufbauen. Weiter, weiter. Da Kamele ist erstmal safe. Ist erstmal Sicherheit. Es sei denn, ich hau den jetzt an. Genau, dann war alles umsonst. Innerhalb der letzten zwei Folgen. Falco ist umsonst gestorben. Nee, 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 das war deine Schuld. Ja, das war ja im Zuge dieser ganzen Aktion. Ich hab keine Ausdauer. Hab ich noch genau im Ohr. Ja, ja, es war definitiv mein Versagen. Oh, das hört sich gut an. Oh, der läuft wieder gegen den Stein. Uff! Oh, das hat wehgetan, ne, Stegi? Jetzt musst du hier rechts, weil da ist ein Kano links. Da ist aber hier, was rechts von dir ist ein Demon, ne? Machen wir weg. Und Drache. Oh, der ist, glaube ich, Level 60. Wir haben ihm einen 50er gemacht. Der ist auch nicht drauf. Alter, der hat mich bestiegen. Ja, ja. Scheiße, oh, der Kano greift Stegi an. Echt? Ja, dann musst du... Der Kano boxt aber auch richtig rein in die Olga. Okay, mein Speer ist kaputt. Okay. Ich lock ihn auf mich. Ah, der blutet? Ja, einfach. Oh, noch ein Drache, jetzt, noch ein Drache. Jetzt, renn in die Olga da. Zack, Zerbalatwurst. Alter. Jetzt machen wir Pause. Der muss noch mal eben drehen. Ja, ja. Ja, hast du alles geschafft, Schigi, Alter? Also hier müssen wir lang, ne? Genau, aber da kommen 4 Drachen, 2 MG-Boys. Hier, guck dir das bei mir an. Das ist gut bestückt. Ja. Wenn wir rechts an der Wand langs... Alter, das ist halt... Ne, ich muss sie wegziehen. Komm mal hier lang, Jungs. Ja, gedodged. Komm mal da. Giftet halt auch. Nein, nein, nein. Doch. Ach, du guckst so? Ja, ja. Ja, nicht dazu kommen. Meinst du, die ficken mich? Ja, klar. Das sieht aber gut aus. Weiter, weiter, weiter. Schneller, Stegi, schneller. Ja, hier ist ein Drache. Den ficken wir schnell. Ja. Schön, und schnell weiter. Muss halt auch immer auf dein Leben achten. Weil wir gucken, wir checken halt immer nicht, welches Level der hat. Das kann halt mal fatal enden. Jetzt der hier. Schön mit der Route hier einen weg. Im Hintergrund faltet irgendwas. So, ich guck mal, was hier kommt. Das sieht gut aus. Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Alter, du hast gerade in der Luft geschissen. Hier genau. Kommt ein Stück Kacke. Habe ich abgeseilt. Geil. Oh, I wish that you hadn't pulled the trigger. Shut me down with my bitter heart. Ja, war Spaß. Ich habe schon an deinem Blick gesehen, dass du mich betreuen willst. So, ich hoffe, der passt jetzt durch das Tor, Alter. In meinem Arsch-Handbuch steht das nicht. Wenn er jetzt nicht da durchpasst, dann bist du aber am Arsch. Dann bin ich richtig am Arsch, aber ich weiß es ja, von daher. Frage ist, kommt er hier auch wirklich hoch? Also, ja, jetzt müssen wir unsere Konstruktion auch dann in der Praxis halt testen, ob sich das bewährt. Er kommt. Die fette Sau, Alter. So, so. Nein, er fällt runter. Nein, alles gut. Nee, der ist... Alles gut. Der kommt jetzt richtig erst in Wallung. Ah, oh, schön durchgesetzt. Oh, er passt ja gar nicht durch. So, zu Hause. Haben wir geschafft. Ich mach mal alle passiv. Ich aktiv. Du passiv. Ehre. So, Alter, mit einem Hieb 84 Narkobären. Nein. Hier, schreib mal rüber hier ins, in Wetterbericht. 81. Ich meine, wir haben es ja auch ein bisschen hochgedreht, aber... Verschonend. Nicht für die Blumen. Ja, aber so ein Stein, so ein Kieselstein kriegst du nicht weggedroschen, ne? Du fettes Stück Scheiße, Alter. Alle Stege deabonnieren, Alter. Oh. Mach das nicht. Geht mal zu Stege und das Neue ist... Der hat dich doch letztens verarscht, ne? Hast du es geguckt? Ja. Das war geil. Das war ein geiles Video. Ja. Hast du gut gemacht, Stege. Das habe ich auch hart gefeiert. Also ich habe jetzt schon... 600 Narkobären. Echt? Alter. Echt belohnt. Es ist wirklich belohnt. Das ist halt wirklich belohnt. Brutal, Alter. Brutal, Alter.
So. Saftig. Saftig. Irgendwann müssen wir auch mal gucken, was wir aus der ganzen Seide und so machen können. Aus der ganzen Scheide. Schwertscheide, oder? Ja, oder Muschi. Uff. Dann brutzelst du da mal direkt ein bisschen Bratmaxe. Weil wir Bratmaxe grillen, fängt die Stimmung an. Genau. Frisch gegrillt, knusprig kost, da will jeder gleich ran. Genau. Bratmaxe schmeckt. Bratmaxe. Ob groß oder klein, und weil sie alle gelingen, stimmen alle mit ein. Unsere Bratwurst muss Bratmaxe von Maika sein. Muschi. Gibst du mir bitte die Narco-Berries? Die den geben. Du drückst da F auf den Dino. Ach, und T so. Auf die Narco-Berries. Ja, ich wusste nicht, dass die da drin sind. Ich dachte, die hast du in deinem eigenen Body. Das ist situationskomik, finde ich. Warum? Drück einfach F, auf einmal O, weil er E gedrückt hat. Findest du witzig, ne? Wenn der Kalle übel witzig, ey. Wieder blamiert. So. Mach mal irgendeine Scheiße oder so, keine Ahnung. Ja! Du nimmst aber genau das. So. Ja, wir. Ja, schau doch beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es heißt. Ich geb dir nochmal eine Faust, wenn ich wieder hochkomme. Ja, tschüss! Oh nein! Nicht! Bitte, Max, lass mich los! Nein! Lass mich nicht los! Okay, dann trage ich nein! Stopp!